In Lübeck liegt es einmal nicht am Amt. Hier ist's der Bürger, der sich ordnungswidrig seines Drecks entledigt. Oh, naja, okay. Muss man hinlegen. Ich tippe mal, da ist wieder irgendwas drin, was da nicht reingehört. Und dann guckt er ab und zu zwischendurch mal ein bisschen nach. Und dann grenzwertig. Du weißt gar nicht, wie abgebrüht der Kunde sein kann. Da ist da mal Gift drin, Batterien. Und schön. Hier haben wir das zum Beispiel. Bio, Plastik, Medikamente, Flaschen. Hier ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Da auch wieder Plastik, gelber Sack. Na gut, nehmen wir so hin. Der Mensch ist von Natur aus faul. Man findet wirklich tatsächlich alles in den Mülltonnen. Über Elektronikgeräte von A bis Z und alles, was im Haushalt zu finden ist. Es sind einige Sachen drin, die kurios sind, sagen wir es mal so. Was war das Abgefahrenste? Das war ein Dildo. So ein, ohne Scheiß, das muss man wirklich sagen, der war, ich glaube, 30 cm lang. Das war in einem anderen Team. In so einer Sackgassenlage war das. Und der guckte wirklich aus der Mülltonne raus. Und das ist dann schon ein bisschen kurios. Und wo wir schon bei den gefährlichen Gegenständen sind, die gibt's nicht nur aus Gummi. Dann hatten wir Gehwegplatten schon in den Mülleimern, wo wir denn den Eimer angefasst haben, haben gedacht, uns reißt der Arm ab. Heiße Asche. Ja, heiße Asche, das hatten wir auch schon. Vor 4 Wochen hatten wir das hier, da musste die Feuerwehr kommen, weil da hinten unser Wagen hat angefangen zu brennen von innen. Da mussten wir praktisch ein bisschen, während der Tour auf der Straße, ein bisschen leer machen. Und die Kollegen sind da praktisch mit dem Körpereinsatz rein und haben gelöscht. Die sahen auch nachher genauso aus dafür. Ja. Das war kurios, ja. Mit seinen 29 Jahren ist Martin das Küken auf dem Bock, will aber hoch hinaus. Flotten Schritt hast du immer drauf. Ja. Dabei wollte er nicht mal Müllmann werden. Also mein Traumberuf, würde ich sagen, ist es jetzt nicht. Es ist ein schöner Job, da ich sehr gerne mit Leuten zusammenarbeite, in Teams arbeite. Grüße. Omas gutes Geschehen. Martin ist stellvertretender Teamleiter und wird wahrscheinlich den Totti auch irgendwann ablösen in diesem Team. Das ist immer etwas, da muss ich immer so drüber schmunzeln. Weil Teamleiter, die denken, ich kriege das Geld dafür und ich mache morgens die Einteilung und das hat sich. Das ist auch immer leicht, sag ich mal, wenn Personalstärke, Fahrzeuge, Wetter und Touren stimmen. So, jetzt geben sie Gas, jetzt sind sie zu zweit und in freier Wildbahn. Jetzt wird's hässlich. Martin will möglichst schnell Boss werden. Ich will gerne in die Fußstapfen von Thorsten treten. Ich bin auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Wenn ich mir Ziele setze im Leben, versuche ich sie auch mit aller Kraft zu erreichen. So einfach werde ich diesen Posten auch nicht kriegen, aber ich arbeite dorthin. Thorsten hat ja auch schon ein gewisses Alter. Er ist natürlich jetzt absolut scharf darauf, ne, weil er eben diese leichten Sachen sieht. Ne? Aber was dahinter steckt, das ist eben das, was sie nicht schnallen. Oh, der 240er und 2 Bios sind die, die du noch nicht geholt hattest. Ja, das kann sein. Also da hinten, da bei diesem Efeu. Ja, da stehen die. Die kannte ich nicht. Teamleiter, sag ich mal, ist eigentlich eine ganz schreckliche Aufgabe im Grunde genommen. Wirklich schrecklich. Du musst teilweise Leute über die Klinge springen lassen. Ich musste ja schon öfters mal Personal entfernen aus meiner Truppe wegen Fehlverhalten. Und das geht dir nahe am Anfang, ne? Ob Martin sich bewusst ist, was alles auf ihn zukommt, da hat der alte Wolf so seine Zweifel. Trotzdem scharrt Martin schon fleißig mit den Füßen. Moin, moin. Gerne. Wenn du ein festes Revier hast, hast du auch irgendwo so eine Art Verantwortung für das Revier. Dann kümmerst du dich auch um Sachen, sag ich mal, die eigentlich gar nicht in deinem Arbeitsvertrag stehen. Unsere Aufgabe ist auch, den Kunden zuzuhören, Probleme wahrzunehmen, eventuell mit einer Lösung suchen. Ne? Das gehört einfach zum guten Ton dazu. Ne? Bleibt heutzutage aber auch viel auf der Strecke. Thorsten ist ein Müllmann alter Schule. Manchmal ein bisschen Raubein, aber immer Kavalier. Morgen! Hallo! Alles gut? Ja. Super, dann sagen wir noch mal guten Morgen. Ältere haben ja in Deutschland sowieso kaum noch eine Lobby. Und diese Kundin ist nun schwer krank geworden. Sie hatte schon immer mit dem Rücken ordentlich zu tun, weil wir sie gut kennen. Und hat sich dann mit uns unterhalten. Und da kam dann ziemlich schnell zum Vorschein, dass die wohl von der Krankenkasse einen Rollator bekommen hat. Aber nur so einen ganz einfachen, dünnen, sag ich mal, der für die Wohnung ist.
Und läuft noch alles noch in Ordnung? Wollen wir noch mal gucken? Ja, können wir gucken. Gucken wir noch mal an. Ja, dann haben wir kurz hin und her überlegt. Mäuschen, du brauchst einen Rollator für draußen. Und da hat ein Kollege von uns eine Facebook-Aktion gestartet. Wer denn irgendwo noch gebrauchte Rollator im Keller stehen hat. Da gab es so viele. Da sind wir losgefahren, haben uns den besten ausgesucht und haben ihr den geschenkt. Ne? Jetzt kann ich einkaufen fahren. Super. Ja. Ist das gut? Ja. Und noch alles so fest, wie es sein soll, ne? Ja. Bremsen funktionieren? Ja, super. Ja. Ja, perfekt. Das ist super. Na? Und nochmal vielen, vielen Dank. Ja, nein, das ist selbstverständlich. Ne? Wie gesagt, was wir machen, machen wir machen gerne. Machen Sie gerne, ja. Ja? Thorsten und seine Jungs sind eben Müllmänner mit Herz. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich laufen kann. Die sind lieb, lieb und nochmals alle. Super schönes Wochenende. Gleichfalls. Jo, tschüss. Das ist unser Geschäft. Ne? Wir kümmern uns nicht nur um den Müll, auch um unsere Kunden. Und das, ich finde das auch wichtig. Ne? Alles klar. Abfall Bengel und Bürger Engel. Thorsten und sein Team sind wahre Helden in Orange. In Weimar sind die Helden noch auf Tour und kämpfen mit den örtlichen Gegebenheiten. Das sind natürlich ein bisschen bescheidenere Umstände jetzt, weil das hier ein bisschen an der Straße, ein bisschen weiter weg liegt. Normalerweise liegt es immer an der Straße, der Sperrmüll, aber müssen wir uns mal einen Gegenverkehr stellen und ja, weil machen wir halt immer mal auch mal alles dicht, aber es geht halt jetzt nicht anders. Hm? Wenn wir auf die Gegenseite fahren, dann liegt es meistens daran, wir versuchen immer bergab zu laden, ja, dass wir das Zeug nicht berghoch schleppen müssen und ins Auto hochschmeißen, sondern immer mit den Sachen bergab laufen und das von oben ins Auto nach unten reinschmeißen können. Klingt vernünftig, nur wissen das die Autofahrer nicht. Boah. Pkw-Fahrer oder von mir so Fahrradfahrer, die rechnen ja nicht damit, dass jemand in der Gegenspur steht. Aber wir mit dem Müll, wir dürfen das ja. Und ich würde es auch immer wieder machen, um die schwere Arbeit, die sowieso schon schwer genug ist, noch zu erleichtern. Trotzdem kann das leicht böse enden. Vor 14 Tagen haben sie ersten Kollegen angefahren. Die haben sie hier also nur an der Hand, am Ellenbogen so erwischt mit dem Spiegel. Aber die hat es auch eilig, die gute Frau. Ja, Tarnfarben angezogen, ja, das ist. Das sieht ja keiner auch. Das stimmt. Furchtbar. Ja, es gibt viele Faktoren, die dich schwer verletzen können. Das ist einmal der Verkehr, das ist einmal das Auto. Die Möbel, da gucken Nägel raus. Du kannst jederzeit in eine Glasscheibe reinfassen, du kannst in den Nagel treten. Dir kann irgendwas entgegenspringen aus dem Auto. Ungefährlich ist es nicht. Kollege Stefan hat das am eigenen Leib erfahren. Ich habe mir auch selbst schon einen Finger hier gebrochen auf Arbeit und alles. Das passiert einfach. Im Eifer des Gefechts, wo gehobelt wird, fallen Späne. Zu den traurigen Gewissheiten im Leben eines Müllmannes gehört, dieser Job geht auf die Knochen. Hier, Rico, kannst du. Ja, oh ja. Nicht ganz so schnell, die, ist genau dein Tempo. Die Wertspalt brauchen. Wenn ich noch weiter mit euch zusammenarbeiten muss. Aber hier, die Bremsen gehen noch, 1A. Hier, Stefan, da du ja die ganze Zeit sowieso auf halber Umdrehung arbeitest, hier die Bremsen noch. Ja, klar, denkt man ans Alter, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so wild, wo ich sage, ich mache mich kaputt. Ja, was will man für Vorkehrungen treffen, kann man eigentlich gar nicht großartig sagen. Man passt schon ein bisschen auf, wie man das alles hochhebt, nicht direkt alles aus dem Rücken, auch mal aus dem Knien und alles. Aber eigentlich, was will man dran denken, ab 30 ist das Leben zu Ende. Gell, dann tut alles weh. Mit 30 tut alles weh. Wir haben ja hier einen im Betrieb, der schon über 40 Jahre hier. Also der knackt schon alles, also der schüttelt sich schon früh, bevor der anfängt. Ne? Also hier, da schläft der Arm ein und halt alles so ein, also das, also bis zur Rente, sag ich, das Geknüppel und das Getrage wird, kann man nur ja, hoffen, dass man das schafft, ja, sag ich mal. Weil, ist schon ein Knochenjob. Aber auch ein Job, der überraschend abwechslungsreich ist, der seine fürsorglichen und lustigen Momente hat und bei dem Freundschaft und Kameradschaft einen hohen Stellenwert haben. Also das Auto ist jetzt mit 23 Tonnen beladen und voll. Erst muss man mal leer machen, genau. Enrico meint das Gesamtgewicht des LKWs. Der Müll macht etwa 7 Tonnen davon aus und die müssen jetzt zur Deponie. Eine Fahrt, auf die sich Single Enrico besonders freut. Die Kleine war da. Chefin, ne? Ja? Wisst ihr was? Ja, ich bin aktuell Single, also ich bin nicht einsam. Ich lebe einfach alleine. Aber man will ja auch nicht zum alten Eisen werden. Also hält Enrico die Augen offen. Ich finde die herrlich. Wie kommen wir in deinen Namen? Ob die bei Facebook ist? Tino? Ach, Stefan? Ich hab's bei mir auf dem Schreibtisch liegen, wie die heißt. Wirklich? Ja. Hast du mal geguckt?
Nee, weil ich einen Zettel von da habe. Ich mich unterstütze. Und hast du mal bei Facebook geguckt? Nee. Also ich bin verheiratet. Ja, aber ich doch nicht. Du musst doch mal ein bisschen an mich denken. Stefan, ich denke auch immer an dich. Ich sag einfach, ich frage dich noch einfach, wie der ihr Name ist. Ich glaube, das ist auch ein kleines Kommen und Gehen bei ihm. Ich weiß nicht, ob er so wechselt wie der Schlüpfer, das weiß ich nicht. Er hatte ja auch schon 1, 2, 3 Nette dabei, die ich auch selber kannte. Ne? Weiß nicht, warum er sie wieder abgestoßen hat, was da wieder los war. Ein Müllkutscher muss halt auch loslassen können. 1200 Tonnen sammeln sie im Jahr auf den Straßen Weimars ein. Da kommt der Fachmann auch mal ins Philosophieren. Das waren immerhin 7 Tonnen, ja. 7 Tonnen klein gequetscht. Fragt man sich manchmal, gell? Und wenn du dann denkst, dass du am Tag 2 Autos davon voll machst. Tja, einer muss ja machen. Wie viel genau es war, wird Fahrer Enrico gleich beim Wiegen erfahren. Und dabei vielleicht sogar seiner Angebeteten näher kommen. Ja, wie der auch aussteigt schon alleine, gell? Das ist, wie ein junger Gott. Eine Woche. Na, ob er damit Erfolg hat? Danke, schönen Tag noch. Ciao. So wie der grinst, hat er jetzt die Handynummer von der gekriegt. Kann doch kein Schwein erkennen, was da steht, was da drauf steht. Was steht da? Der ihr Name, aber ich erkenne nicht. Der ihr Name. Hast du die Handynummer bekommen? Nee, da war noch ein anderer dabei. Das hat mich schon angepasst. Hast du dich wieder nicht getraut? Nee, das ist scheiße, wenn der dabei ist, Müll. Naja, noch ist ja nicht aller Tage Abend. Enrico wird wiederkommen. Seine Kollegen Stefan und Tino sind auf jeden Fall froh, wenn er endlich unter der Haube ist. Ja, wir gucken ja mal, dass wir so Enrico finden, was passend ist. Also wir sind ja schon glücklich vergeben, für 2 Tino und ich. Aber Enrico, naja, ich weiß nicht, ob der Hopfen mal zerloren ist, aber wir gucken halt immer mal, wir halten die Augen offen, dass wir was hinkommen. Vielleicht fürchtet Enrico sich ja nur davor, abserviert zu werden. Am Ende wollen die alle nur meinen Körper. Das ist so. Die Frauen wollen alle nur meinen Körper. Tino, das wissen wir ganz genau. Ja. Oh, da kommt nicht mal einer und sagt, er hat einen guten Charakter. Nee, mein Buddy. Geile Sau. Das ist es halt. Dabei zählen doch eigentlich nur die inneren Werte. Anders als bei einem Mülllaster. Apropos wertvoll, in Velten bei Berlin dürfen die Azubis Vivien und Max heute zum ersten Mal an den Cadillac unter den Mülllastern. Heute steht an, dass wir eine Unterweisung kriegen für einen Seitenlader. Und der Max fährt heute seine erste Runde. Ich bin schon noch mal alle durchgegangen, was wir in der Fahrschule durchgesprochen haben. In der Hoffnung, eine Spalte zu machen. Morgen. Moin. Morgen, Frau Pudig. Morgen, Herr Kruschel. Ja, alles klar? Ja. Ja, heute, erster Tag, Einweisung Seitenlader. Habe ich mal was vorbereitet? Insgesamt 10 Azubis werden bei der AWU Berufskraftfahrer. Ausgebildet unter anderem von Marco Winning. Hier steht unser Schmuckstück, der Seitenlader. Heute mal was anderes, nicht Hecklader, Seitenlader. Statt den Müllwerkern übernimmt hier ein Roboterarm das Kippen der Tonnen. Und zwar an der Seite des Schmuckstücks. Maxi Wissen, Hecklader. Ist jetzt gut gemacht. Seitenlader, kleine Herausforderung für Frau Pudig, ganz neu. Ja. Aber das bekommt ihr auch hin. Ja. Na dann los. Vivien darf nur auf dem Betriebsgelände üben, denn sie hat noch keinen Führerschein. Die Kunst besteht darin, den Roboterarm mit dem Joystick so zu steuern, dass er die Tonnen präzise aufnimmt und kippt. Bisschen einfahren den Seitenarm. Joystick nach links. Nach links. Und nach hinten. Oh, jetzt hängen die Behälter. Ja, man braucht nur genug Übung mit dem Joystick, dass man sich merkt, in welche Richtung muss der Joystick jetzt. Das ist alles, glaube ich, eigentlich nur eine Übungssache. Übung macht die Meisterin. Dann wird Vivien auch mit links die Prüfung bestehen. Bei LKW war ich tatsächlich noch gar nicht zur Prüfung. Weil es bisher auch mit dem Lernen und alles, es ist halt schwierig, auch wie die Fragen gestellt sind und dann diese ganze Technik, die da noch mit bei ist. Also es ist schon nicht so einfach, dass man das irgendwie drin hat. Fahrstunden hat sie ja schon gehabt. Und heute bei der Testfahrt auf dem Hof hat man ja gesehen, sie stellt sich ja nicht dumm an. Jetzt hat Max die Gelegenheit, sich zu beweisen.
Die Fahrprüfung hat er schon hinter sich. Darum darf er raus ins Leben, wo die wirklichen Gefahren lauern. Ob er auch hier den Seitenlader bändigt? Einfach ist das nicht. Theorie und Praxis ist weit auseinander. Ja. Das, was man hier im Parcours aufbaut, ist eine andere. Das, was man draußen erlebt, auch aus meiner Zeit als Kraftfahrer, hat nichts damit zu tun, wie man es gelernt hat. Da macht man doch schon mal Sachen, um die Tour zu schaffen. Hauptsache keine dummen Sachen. Ja, bei so einem Wetter ist das schön, wenn man Seitenlader fahren darf. Man wird nicht nass. Ja. Vorausgesetzt, der Mensch beherrscht die Technik und nicht umgekehrt. Dann nämlich kann es schnell unangenehm werden. Sind wir nicht mehr im Trockentraining, Herr Krusche, ja? Also wenn die Behälter jetzt umfallen, dann müssen sie sammeln. Das ist nicht nur peinlich vor den Kunden, es kostet auch Zeit, die Max später nicht haben wird. Etwa 600 Mülltonnen muss er dann pro Schicht kippen. Der Max ist ein ruhiger, aufgeschlossener junger Typ, ist auch seine zweite Ausbildung. Er hatte ja mal Koch gelernt und jetzt zum Berufskraftfahrer freuen wir uns natürlich. Ja. Den kann man natürlich schon alleine losschicken. So weit ist er schon. Hecklader kann er fahren. Und wir freuen uns, wenn er jetzt demnächst auch vernünftig den Seitenlader trainiert und dann in eine Tour gehen kann. Da der Herr Winning ja selber jahrelang Seitenlader gefahren ist, ist das Optimalste, damit er uns das alles beibringt und uns da unterweist, weil er halt selber natürlich genau weiß, auf was das ankommt. Kniffs und Tricks. Oh. Das war zu doll. Auch das passiert. Aber Glück gehabt. Der Behälter war nicht ganz voll. Zum Glück ist er zugeblieben und ich musste nicht sammeln. Bekanntlich lernt man aus Fehlern. Bei der nächsten klappt es schon besser. Naja, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Seitenlader zu fahren, war ich genauso langsam. Mir sind die Behälter umgefallen und musste üben, fummeln, dass ich den Behälter auf der Kammleiste bekomme, um den zu leeren. Da denkt man zurück, ja, so hast du mal angefangen. Ach, war eine schöne Zeit, klar, auf der Straße unterwegs zu sein. Das ist es auch, wovon Azubi Max träumt. Bis jetzt sind die zwei Lehrjahre wie im Flug vergangen. Ich habe Spaß an meiner Arbeit. Und wenn man seinen Führerschein hat, hat man nicht so mehr dieses Gefühl, dass man halt nur Lehrling ist. Weil man halt in die Arbeit genauso eingebunden wird wie die Facharbeiter auch. Für Vivien und Max wird dieser Tag bald kommen. In Weimar beginnt die zweite Runde, heute indessen mit einem Hindernis. Ja, so, hier kommen wir schon mal nicht durch, jetzt wird's spannend. Manchmal kommt mir so vor, wenn wir irgendwo ankommen, dann macht erstmal keiner was. Es hilft nichts. Hühne Stefan muss sich Respekt verschaffen. Der vorsteinflößende Stefan. Ich hab mich gekümmert. Ja, ich merk das schon. Für die haben sie alle Angst, weil du so groß bist. Also so groß und stark wie er ist, so ruhig ist er eigentlich auch. Ja? Den bringst du fast gar nicht aus der Ruhe. Das Problem ist, wenn du ihn aus der Ruhe bringst, dann gehst du eigentlich auch lieber weg. Okay. Nur eines hat Stefan einmal völlig aus der Bahn geworfen. Der frühe Tod seines Vaters. Mein Vater, ja, der ist 2000 gestorben, leider, im Urlaub. Da ist ein ganz großer Meilenstein weggebrochen, damals für mich als Kind auch. Das ist eine, ich war 12 Jahre alt. Das ist auch die Phase, wo man was lernen will. Und du hast keinen da. Und das war ganz schwierig für mich. Mein Vater war übrigens früher auch schon in der Müllbranche, ne, unterwegs tätig. Und ich denke, irgendwie bin ich auch dadurch mit reingerutscht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Stefan hat trotzdem seinen Weg gefunden. Seit 13 Jahren ist er in festen Händen, mittlerweile verheiratet und hat sogar schon ein Nest gebaut. Ich habe vorher auch in einer Wohnung gewohnt mit der Frau. Und das war mir nichts, weil ich bin auf dem Gehöft groß geworden. Und da fühlt man sich halt auch ein bisschen eingesperrt. Und naja, haben wir ausgebaut und jetzt machen wir uns alles ein bisschen hübsch mit Pool und Garten und so. Das hätte schon, ja. Das Geld da. Ah. Das Geld da. Ah, wird ja gleich schlecht. Bei Familie Banke. Da herrscht keine Not. Da herrscht keine Not. Müllkutscher ist eben ein krisensicherer Job. Jetzt fehlt dem Riesen in Orange nur noch eins zum Glück. Was Kleines. Hallo, na? Hallo. Achsen, na? Nein. Wo geht's hin? Pilze pflücken. Hallo, na? Kinder mag ich halt. Lass mal auch mal am Knöpfchen drücken oder so. Lass die Kinder mal ein bisschen
mal teilhaben am Geschehen und so, das schätzt schon. Zurück, hier, warte. Selber hat er noch keine Kinder? Ich glaube, dass da in nicht allzu ferner Zukunft doch Nachwuchs geplant ist. Ja, also grundsätzlich, wir sind dran an der Geschichte, aber man muss ja mal schauen, es muss passen vom Arbeitsklima und alles. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach. Ich möchte auch nicht, dass das dann vernachlässigt wird, nur zur Oma abgeschoben wird oder so. Ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit bei denen. Wenn ich muss auch mal einen Ton sagen, dann mach ich's. Typisch Enrico. Gut, dass Stefan seinen Humor kennt. Nächste Station, Neubausiedlung Weimar West. Da sollen wir den einen noch holen? Wollen wir es zusammen machen? Zusammen machen? Seid ihr fertig? Oder das? Ach so, willst du zusammen machen? Willst du den reinholen? Da kommen wir hier hochgefahren. Hier stapelt sich für gewöhnlich der Sperrmüll. Drum rücken sie gleich mit zwei Teams an. Wir machen den jetzt den größeren Haufen mit zwei Autos schnell weg. Um so viele Hände, schnelles Ende. Ganz klar. Maiki, schön, dass du da bist. Keiner weiß warum. Komm, drück, Lobo, was ist denn ganz ja, schön? Okay. Mein Guter, geiler Mann. Und reingeworfen. Kommt der Kleine, ja, gell? Und nimmt die männlichen Schränke. Weimars Sperrmüllberge haben es in sich. Gut 130 Touren im Jahr müssen die Jungs vom Kommunalservice Weimar fahren, um den Sperrmüll der 65.000 Einwohner zu entsorgen. Es war ein erfolgreicher Tag, Jungs. Ich bin sehr stolz auf mich und auf euch. Ja. Kann ja nicht nur nölen. Ja, Kerle, ruft mich nicht an, ich rufe euch an. So, da hätten wir's. Haben wir's. Fertig. Nach 25 Kubikmetern Sperrmüll schleppen, laden, pressen und entsorgen, geht die Schicht für die drei Weimarer zu Ende. Also ich bin auch froh, wenn der Tag rum ist. Es gibt, ist so schön, wie es ist, aber es geht halt nicht drauf Feierabend, ja. Und das Fazit? Es war ein sehr erfolgreicher Arbeitstag. Ist gut gelaufen, ja. Alle noch gesund und munter, keine Verletzten. Autos alle gesund, Autos ganz, Tours fertig. Tours sauber. Sauber, ja. Lief wie geschmiert. Dank mir auch. Und schön, dass ihr dabei wart. Dank euch. Bitte, bitte, bitte. Nicht dafür. Und so geht wieder ein Tag sauber zu Ende. Dank der Helden in Orange.